Wir wollen aber mit unserem heutigen Abend und unserer Veranstaltung beginnen. Und dazu möchte ich Sie alle ganz herzlich im Namen der Evangelischen Akademie Felix und auch der Evangelischen Akademie zu Berlin begrüßen. Noch scheint es ja kaum möglich, an eine Zeit nach dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu denken. Und doch, dies ist notwendig. Wie können die Beziehungen des Westens zu Russland künftig gedacht und gestaltet werden? Welche Rollen spielen dabei der Blick in die jüngere Vergangenheit, alte und neue Narrative? Für die Ukraine steht mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands alles auf dem Spiel: die Souveränität und auch die territoriale Integrität. Gleichzeitig erleben wir damit aber auch einen Kampf um Europas Grundwerte, um Freiheit, Menschenwürde, Toleranz und auch um Demokratie. Der Bedarf an Orientierung und Interpretation bei der täglichen Nachrichtenvielfalt ist groß und ist in den letzten 5 Wochen seit Kriegsbeginn immer weiter gewachsen. Wir wollen heute Abend versuchen, diese Bedarfe aufzunehmen, wohl wissend, dass wir in knapp 2 Stunden nur einige wenige Aspekte berühren und diskutieren können. Dazu sollen dann unter anderem auch die Fragen gehören: Was steht hinter der aktuell oft geäußerten Einschätzung, Deutschland und Europa, der Westen, hätten in ihren Beziehungen zu Russland in der jüngeren Vergangenheit schwerwiegende Fehler gemacht? Für die russische Gesellschaft wird die Entfremdung von Europa in allen Bereichen gravierende Konsequenzen haben. Gleichzeitig regt sich in Russland Widerstand gegen Wladimir Putins Aggressionspolitik nach innen und auch nach außen. Wie können wir dies bei unseren zukünftigen politischen, gesellschaftlichen und auch den kirchlichen Beziehungen zu Russland angemessen berücksichtigen? Ich freue mich sehr, heute Abend 2 engagierte und ausgewiesene Expertinnen begrüßen zu können. Ich werde sie beide später noch etwas ausführlicher vorstellen. Frau Beck hatte ich Ihnen ja schon angekündigt. Sie ist kurzfristig in die Ukraine gereist und sie wird sich dann hoffentlich gleich auch aus Kiew dazuschalten können. Ein zweites herzliches Willkommen gilt Ihnen, lieber Herr Schmidt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie können leider aus den uns auch bekannten Gründen und nicht nur für Sie als Journalisten widrigen Umständen nicht vor Ort in Moskau sein. Sie müssen seit kurzem die Berichterstattung von Deutschland aus angehen. Auch Ihnen also ein herzliches Willkommen. Bevor wir nun gleich mit einem Impulsstatement von Herrn Schmidt beginnen, möchte ich jedoch kurz auf ein Dokument aufmerksam machen, das heute neu gelesen für den Hintergrund unserer Thematik von großem Wert ist. Im Jahr 2008 hat die international tätige und inzwischen auch verbotene russische Menschenrechtsorganisation Memorial in einem Aufruf die zentrale Herausforderung für eine geschichtsdifferenzierende und anerkennende Erinnerungskultur angemahnt. Wir müssen aktuell erleben, wie gefährlich die Instrumentalisierung von unreflektierter Geschichtspolitik sein kann und wie dies erneut zur Rechtfertigung eines Angriffskrieges genutzt wird. In dem Aufruf heißt es, ich zitiere kurz: Aus dem Leiden und Unglück des eigenen Volkes lässt sich keine moralische Überlegenheit über andere Völker ableiten, die vermeintlich oder tatsächlich weniger gelitten haben.
Diese Leiden dürfen nicht als politisches Kapital eingesetzt und in einen Forderungskatalog an die Nachbarstaaten und Völker umgemünzt werden. Russland hat einen eigenen Weg gefunden, die posttotalitäre Bürde zu erleichtern. Statt einer ernsthaften Auseinandersetzung des Landes mit der sowjetischen Vergangenheit erleben wir hier, wie der sowjetische patriotische Großmachtmythos nur leicht verändert wieder aufersteht. Das Land verweigert die Erinnerung und ersetzt sie durch das holzschnittartige Bild eines Imperiums. In dieser Verweigerung liegt für die russländische Gesellschaft eine ebenso große gesellschaftliche Gefahr wie für seine Nachbarn im Pflegen der nationalen Kränkungen. Wohlgemerkt, so im Jahr 2008 formuliert. Und zur Überwindung der analysierten Fehler und Probleme hat Memorial seinerzeit vorgeschlagen, ein sogenanntes internationales Geschichtsforum mit dem Ziel zu schaffen, Zitat, die zunehmende Entfremdung zwischen den Völkern durch einen freien, unvoreingenommenen und zivilisierten Meinungsaustausch zu allen Fragen, in denen Differenzen über unsere gemeinsame Geschichte bestehen, zu überwinden. Wir wissen heute, dass dieses Ansinnen nur in Ansätzen umgesetzt werden konnte. Beginnen wir aber nun mit Ihnen, lieber Herr Schmidt. Sie sind seit 2008 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Politikressort tätig und dann seit 2014 als politischer Korrespondent für Russland, Belarus, den Kaukasus und Zentralasien mit Sitz in Moskau. Für unser heutiges Thema bringen Sie also sehr viele Erfahrungen aus dem eigenen Erleben mit. Leider, und ich habe es eingangs schon angedeutet, müssen Sie Ihren Dienst nun seit einigen Wochen von Deutschland aus wahrnehmen. Dennoch, nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei sein können. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Sie haben ja das eingangs schon gesagt, was ich bin und was ich so mache. Ich würde vielleicht in meinem Impulsstatement deswegen einfach nur so ein paar Sachen erzählen, wie denn das mit dem Krieg so in Russland ist, was es für Folgen hat, wie das wahrgenommen wird, ehe man dann so einen kleinen Ausblick macht, vielleicht, wohin das alles gehen kann. Kleiner Spoiler, oder es ist wolkig. Es ist ja so, dass der Krieg in Russland gar nicht als Krieg bezeichnet wird, auch gar nicht bezeichnet werden darf wegen eines neuen Zensurgesetzes, sondern da ist es in Anlehnung an ein Putin-Wort eben eine militärische Spezialoperation oder eine spezielle Militäroperation, wie jetzt seit Neuerem das Verteidigungsministerium sagt. Die Verluste sind da natürlich viel geringer als die Zahlen, die von westlicher Seite und von ukrainischer Seite genannt werden. Da hat das russische Militär erst zweimal eigene Verlustzahlen lanciert. Einmal Anfang März war von 498 Toten die Rede. Jetzt vor kurzem sollen es 1351 gewesen sein. Es sind wahrscheinlich deutlich mehr. Aber diese Zahlen kommen eben in der russischen Öffentlichkeit nicht vor, weil eben die Informationen sehr, sehr stark kontrolliert werden. Das ist eine unmittelbare Folge dieses Krieges, dass man sich von einer autoritären Gesellschaft, autoritär beherrschten Gesellschaft in eine, das muss man wirklich sagen, totalitäre Gesellschaft entwickelt hat. Es gibt sogar ein Zeichen dafür, dieses Z, was jetzt seit kurzem überall prangt. Das prangte schon von Anfang an so gepanzerten Fahrzeugen und Panzern, die russischerseits in der Ukraine eingesetzt wurden. Man fragte sich so ein bisschen, was sollen eigentlich diese Zeichen? Manche dachten, sind das irgendwelche Himmelsrichtungen oder so? Dann aber hat das russische Verteidigungsministerium irgendwie gesagt, dass das eben das Z stehe quasi für die englische Transkription des russischen Buchstabens Z. Und also soll irgendwie stehen für den Sieg oder auch für Schutz oder so oder für den Präsidenten. Und dieses Z ist halt etwas merkwürdig, weil es eigentlich auch ein lateinischer Buchstabe ist, kein kyrillischer Buchstabe. Und außerdem noch der letzte des Alphabets. Also es ist eine komische Symbolik, aber jedenfalls
ist in diesem Zeichen jetzt wirklich eine Retotalitarisierung Russlands, auch Restalinisierung, sagen manche, geht da vonstatten. Und es ist, in diesem Zeichen sind alle verbliebenen freien Medien entweder geschlossen worden oder haben selbst geschlossen. Vielleicht haben einige mitbekommen, dass jetzt gestern die Novaya Gazeta, diese kremlkritische unabhängige Zeitung, erstmal verkündet hat, dass sie bis auf Weiteres, nämlich bis zum Ende dieser sogenannten Spezialoperation, ihr Erscheinen, ihre Arbeit einstellt, online wie auch im Print. Das war noch so eine der letzten Inseln, obwohl die schon sich in den vergangenen Wochen, nämlich seit Inkrafttreten dieses Zensurgesetzes, sich selbst zensiert haben. Sie haben das Wort Krieg nicht verwendet, sondern immer nur Spezialoperation. Sie haben ganze Passagen aus ihren Reportagen, an sich natürlich großartigen Reportagen, aber immerhin aus der Ukraine gestrichen, sich selbst zensiert, eben um halt nicht nur das Verbot zu verhindern, sondern auch strafrechtliche Folgen für die Leute, die das machen. Es sind auch schon erste Urteile gefällt worden, bisher zu Strafzahlungen und einigen Tagen Arrest wegen dieses Zensurgesetzes, das eben unter anderem die Benutzung des Wortes Krieg verhindern soll oder verbietet. Aber es sitzt auch schon tatsächlich ein Mann in Untersuchungshaft, deswegen dem droht eine Haftstrafe. Weil da ist nicht so ganz klar, was er eigentlich gemacht hat. Der Fall ist geheim, aber also in diese Richtung geht das sicherlich. Und es gibt auch immer mehr Gesetze, also das ist wirklich dramatisch. Es gibt noch natürlich... So. Es gibt natürlich noch Folgen, die die breite Bevölkerung betrifft. Denn es ist natürlich so, dass jetzt nicht jeder den ganzen Tag wieder Lust hat, das Wort Krieg in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Aber es gibt so Folgen, die durch die Sanktionen und auch durch den Rückzug westlicher Unternehmen und das ist zum Beispiel eine große Teuerung. Es gibt auch so einen Run, so Hamsterkäufe von einigen Produkten, wie zum Beispiel Hygieneartikeln oder Zucker, aber auch mal, ich habe auch von westlichen Medikamenten gehört, da haben mich allerdings widersprüchliche Nachrichten aus dem Bekanntenkreis erreicht. Jedenfalls ist zu erwarten, dass sich diese Prozesse in den kommenden Wochen noch drastisch verstärken werden. Bestimmte Sachen merkt man jetzt erst, weil so Lieferketten unterbrochen werden. Zum Beispiel der Containerriese Maersk macht jetzt dann nicht mehr in Russland, in Maersk heißen die, glaube ich, ne? machen da jetzt nicht mehr, aber auch ganz viele andere Unternehmen, 300 haben jetzt angekündigt, erstmal dann nicht mehr zu arbeiten oder sich ganz zurückzuziehen aus Protest halt gegen den Angriffskrieg. Das ist jetzt nicht unmittelbar eine Folge der Sanktionen, sondern das machen die Unternehmen gleichsam unter öffentlichem Druck im Westen, machen das von sich aus. Aber das ist natürlich auch das für die russische Bevölkerung starke Folgen. Also was wir in den nächsten Monaten erst noch mehr sehen werden, sind so Sachen wie Arbeitslosigkeit, eben Phänomene wie Arbeitslosigkeit, die sich verstärken werden. Teuerung wird sich weiter verstärken und es ist eigentlich auch unmöglich, dass der russische Staat das irgendwie auffängt. Was wir auch schon sehen, sind irgendwie Bemühungen seitens des russischen Regimes dagegen zu steuern. Das ist aber allerdings bisher ziemlich halbherzig. Man scheint da noch keine so richtige Strategie gefunden zu haben. Wahrscheinlich auch, weil man doch von der Entschlossenheit des westlichen Vorgehens in gewisser Weise ebenso überrumpelt worden ist wie von der Gegenwehr der Ukrainer. Dazu später noch ein bisschen mehr. Die regen manchmal an, dass man die Unternehmen, die sich jetzt zurückziehen wollen, verstaatlicht. Da gab es wohl ein Gesetzesprojekt. Sie haben auch einfach die westlichen Flugzeuge, die noch im Land waren, eigentlich beschlagnahmt, man kann auch sagen geklaut. Solche Vorschläge gibt es jetzt, das deutet darauf hin, dass man schon sich doch weitgehend abkoppeln will. Andererseits ist man ja offenbar doch immer noch bereit, auf entschlossenen Druck dann doch auch zu reagieren. Zum Beispiel hatte ja Putin vergangene Woche groß angekündigt, Bezahlungen für russisches Gas jetzt nur noch in Rubel zu nehmen. Jetzt sind sie aber heute da doch wieder eingelenkt. Es ist also, der langen Rede kurzer Sinn, man hat noch keine große Strategie aus meiner Sicht, wie man jetzt eigentlich mit diesen Sanktionen umgehen will. Man kann da auch gar nicht richtig mit umgehen. Russland muss sich einstellen auf eine lange Zeit des Niedergangs. Für viele ist es nämlich jetzt noch so, dass es noch gar nicht richtig angekommen ist für viele Russen, was das eigentlich alles bedeutet. Es ist nicht nur so, dass das Fernsehen sie die ganze Zeit belügt, sondern
sie wollen auch dann teilweise das nicht unbedingt wissen. Und auch dieses mit den Folgen der Sanktionen und auch des Rückzugs der westlichen Unternehmen, das macht sie erst langsam bemerkbar. Zum Beispiel manche Unternehmen wie Volkswagen haben jetzt erstmal den Betrieb einfach eingestellt, aber sie zahlen auch noch Gehälter, für die ist das gleichsam bezahlter Urlaub für die Beschäftigten. Aber das wird natürlich auch nicht ewig so weitergehen und die Teuerung kriegen sie ja auch so ab. Also da wird sich einiges auch noch bemerkbar machen oder Ersatzteile oder die fehlen, Fachkräfte, die fehlen. Es kommen auch keine neuen dahin. Also das ist wirklich ein großer Niedergang da sicherlich zu erwarten. Von dem neuen Gesetz hatte ich ja schon gesprochen, dass es eben aber auch immer schwieriger macht, jetzt über den Krieg zu reden, auch über die Folgen zu reden. Es war schon vorher nicht so besonders gut bestellt, um die Pressefreiheit in Russland. In der Liste von Reporter ohne Grenzen waren sie immer so auf den Plätzen 148, 149 von 180. Jetzt dürfte man sich demnächst auf der Ebene von Turkmenistan und Nordkorea wiederfinden. Also es ist wirklich ziemlich bitter, weil das nämlich auch bedeutet, dass Probleme gar nicht mehr angesprochen werden können. Das war schon vorher schlecht, aber jetzt sind diese letzten Rudimente von Rückkoppelungen, die es überhaupt noch zur realen Lage gibt, zumindest auf Eis gelegt, wenn nicht gar verschwunden. Was ist in dieser Lage mit der Unterstützung der Russen für Putin? Es gibt da wohl Umfragen, allerdings eines kriminellen Instituts, oh Wunder, die da Rückhalt sehen und sozusagen man sammelt sich um den Führer und so. Andererseits ist mir aber also sehr schleierhaft, es war schon vorher eben mit Umfragen in autoritären Systemen, ist es so eine Sache, mit Umfragen in totalitären Systemen, ist es eine noch viel komischere Sache. Also ich kriege viele Geschichten mit von einem Riss, der durch die Familien geht. Typischerweise ist es so, dass jüngere Leute, die sich mehr im Internet tummeln, ihre Eltern oder auch Großeltern davon überzeugen wollen, was da eigentlich passiert. Denn natürlich ist es so, dass trotz aller Zensurversuche und auch Blockierungen im Internet über Telegram-Kanäle man sich schon informieren kann. Man kann schon die Leichen verschmorter russischer Soldaten sich angucken. Es ist wirklich grauenhaft. Aber man muss es halt auch wollen. Und das wollen viele nicht. Es ist für viele wirklich, sie sind ja hier bei der evangelischen Kirche, es ist fast eine Sache des Glaubens, dass man wirklich daran festhalten will, an der Überzeugung, dass Russland dafür das Gute kämpft, gegen den Faschismus kämpft, als wäre noch 1945 oder 1941, weil es eben so auch dargestellt wird von der Propaganda, weil ich sage, eine Fortsetzung des großen Vaterländischen Krieges gegen die Faschisten. Also man mag es kaum glauben, es ist wahrscheinlich schwer zu vermitteln einem deutschen Publikum, aber es ist wirklich so, dass da eben gesagt wird, ukrainische Nationalisten sind gleich Faschisten, sind gleich Nazis, das ist auch keine Trennschärfe der Begriffe. Und das ist natürlich eine Beschwörung von Urängsten, auch von Traumata des Zweiten Weltkriegs, an die das Regime da ganz bewusst auch anknüpft. Und da kann man sich vorstellen, warum dieser Riss, der da durch viele russische Familien geht, jetzt auch so stark ist. Also ich habe gerade neulich mit einem jungen Mann gesprochen, dessen Mutter ihn jetzt als Verräter verstoßen hat, weil er sie quasi aufklären wollte. Und solche Fälle, das ist wirklich kein Einzelfall, das gibt es recht häufig. Also da kann man sich vorstellen, dass es wirklich in Russland auch die Stimmung ist also bedrückt, um es mal milde zu sagen. Aber es ist, obwohl die Folgen des Krieges noch gar nicht so richtig angekommen sind, sowohl über die wirtschaftlichen als auch die mit Blick auf die Verluste. Noch kurz zu Putin selber, um den ist es in den vergangenen Jahren immer einsamer geworden. Die Pandemie soll da auch nicht geholfen haben. Er war schon vorher ziemlich abgeschottet. Jetzt wird er noch mehr abgeschottet und Besucher müssen sich komischen Quarantänezeremonien unterziehen und so weiter. Manche sagen, er sitzt so wie im Bunker oder so, aber man hat wirklich, das war eine der schockierendsten und auch eindrücklichsten Phänomene, die jetzt im Vorfeld dieses Krieges zu besichtigen waren. Man hat gesehen, wie er selbst eigene Leute abkanzelt in öffentlichen Sitzungen, die dann da gemacht wurden. Es gab eine, die ging der Anerkennung dieser sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine voraus. Da hat er selbst langjährige Weggefährten abgekanzelt. Man merkte auch, wie die richtig Angst hatten und ihm nach dem Mund reden wollten, aber nicht so recht wussten, was er hören wollte. Und dann haben sie da rumgestochert. Und dann hat er da seinen Chef des Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin, Auslandsaufklärungsdienstes, wirklich übel, also eigentlich abgekanzelt. Das war schon sehr, sehr erstaunlich. Und wie der dann da so rumstotterte und so wie so ein Schuljunge.
Das hat irgendwie so gezeigt, wie da so die Stimmung sein muss und wie es eigentlich sicherlich sehr schwierig sein müsste, für seine Untergebenen, dem Chef irgendwelche Sachen zu sagen, die der nicht eh schon hören will. Und es gab seit langem immer mal wieder solche Debatten darüber, glaubt Putin eigentlich seine eigene Propaganda oder ist er nicht doch schlauer als die eigene Propaganda? Das ist auch so eine Sache, dass der Beginn dieses Ukraine-Feldzugs eigentlich gezeigt hat, dass auf Basis der Propaganda und auf Basis von Fehlvorstellungen offenkundig sogar wirklich operative militärische Entscheidungen gefällt wurden. Das war für mich auch neben allem Horror, der da zu besichtigen war, wirklich total krass zu sehen, wie die da wirklich allen Ernstes glaubten, sie könnten da Fallschirmjäger einfliegen auf einen Flughafen, der offenbar noch gar nicht kontrolliert war von russischen Truppen. Und dann wurden die abgeschossen. Oder wie die dann Nationalgardisten zum Sturm auf Kiew geschickt haben, leicht bewaffnete Leute, die sonst eben Demonstranten verprügeln, das können sie auch, das machen sie auch, aber die sollten da auf einmal dann Artilleriebeschuss aushalten, oder? Das ist unglaublich eigentlich, wie solche Fehler passieren konnten, aber doch eben offenkundig fußend auf dieser russischen Fehlvorstellung, dass die Ukrainer sie da schon irgendwie als Befreier begrüßen würden, dass dann nur so ein paar Nationalisten, Schrägstrich Nazis, Schrägstrich Faschisten sind, die man dann da schon irgendwie besiegen muss. Aber der Rest ist dann eigentlich doch russophil und mag das doch und irgendwie, oder ist es ihnen auch egal oder was auch immer man da gedacht hat, ist doch ein Volk oder so, sind dann die Putin-Worte immer. Aber auf Basis dieser Fehlvorstellung, die jeder, der auch nur mal kurz in der Ukraine war oder auch nur Umfragen gelesen hat, wie denn die Ukrainer so denken, da ist ja schon seit 8 Jahren letztlich verdeckter Krieg, was sich in dem Land getan hat, also vor 2013, 14, seit 2014, wie wirklich jeder als grobe Fehleinschätzung hätte begreifen können, wie die dann trotzdem gemacht wurden. Das ist wirklich eine sehr, sehr eindrückliche Sache und lässt natürlich auch an der Rationalität und an der Effektivität der Entscheidungsprozesse im Kreml, was man so als Kreml bezeichnet, doch sehr, sehr zweifeln. Das bringt mich zu meinem Ausblick, was wird passieren? Wie gesagt, der Spoiler von Anfang war, es ist wolkig, es ist schwierig, es gibt diese komischen, ja, diese Friedensgespräche, die aber immer unter dem größten möglichen Kaviat stehen, nämlich was will der Putin eigentlich? Ist er jetzt wirklich bereit, sich mit weniger zufrieden zu geben, wie es ja jetzt die jüngsten Verlautbarungen seines Militärs andeuten, dass man nämlich sich auf eine, in Anführungszeichen, Befreiung des Donbass konzentriert und dann wohl auf eine Landbrücke, die Sicherung der Landbrücke zu Krim, die es ja schon gibt. Man muss nur noch Mariupol dann wirklich dann auch letztgültig dann platt machen und die verbliebenen Verteidiger dann töten, was man ja offenbar sehr energisch vorantreibt. Aber lässt man es dann wirklich dabei bewenden und sieht man jetzt dann von weiteren Angriffen auch auf Kiew ab? Oder ist das auch nur so eine Finte, wie es sie oft schon gab in russischen Kriegen? Man denke nur an den Syrienkrieg, da wurde auch mehrfach übrigens der Abzug verkündet, der dann doch nie war. Also Es ist aus meiner Sicht da sehr verfrüht, irgendwas zu sagen. Und es ist nicht klar, ob Putin wirklich bereit ist, auf die ganze Ukraine zu verzichten. Diese Ziele hat er ja am Anfang gesagt, Entmilitarisierung, Entnazifizierung. Jetzt ist davon weniger die Rede, aber trotzdem, es ist nicht so ganz klar, was da sein wird. Vielleicht noch ganz kurz dazu, weil Sie den, Herr Trittmann, den Protest erwähnten, den gibt es schon, aber es ist eben wahnsinnig gefährlich, da zu demonstrieren. Jetzt in den letzten Wochen war jetzt auch nicht mehr so viel von Leuten, die es gewagt hätten, auf die Straße zu gehen, zu hören. Es ist wohl auch tatsächlich eine sehr, sehr mutige, aber doch eine Minderheit. Und also da ist es wirklich schwierig, irgendwie zu sagen, dass das irgendetwas ändern würde. So viel dieses etwas doch düstere Impulsreferat. Ich stehe aber natürlich gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich würde an der Stelle kurz eine Nachfrage gerne nachschieben wollen. Die schon fast berühmten Soldatenmütter Russlands, wie sehen Sie oder schätzen Sie Ihre Möglichkeiten auch des Protests oder der Fürsorge auch für Ihre Söhne im Moment ein?
nicht besonders hoch, wie ich überhaupt alle Möglichkeiten des Einlenken, Eingreifens, Beeinflussens als sehr gering einschätze, die also die insbesondere die aus der russischen Zivilgesellschaft kommen, und dazu gehören ja die Soldatenmütter nun mal. Mit einer habe ich zu Beginn des Krieges auch noch ein Interview gemacht. Und ja, die können im Einzelfall irgendwie versuchen. Also es gab ja auch, es gab eine Sache natürlich, das ist mit diesen Wehrpflichtigen. Da gab es Beschwerden, dass Wehrpflichtige da hingeschickt werden, übrigens trotz Beteuerung der Führung, dass sie da nicht hingeschickt würden. Dann musste man eingestehen, die wurden doch hingeschickt und so. Das ist jetzt wohl besser geworden. Ich weiß gar nicht genau, inwiefern da auch die Soldatenmütter beteiligt waren, aber da gab es tatsächlich was. Aber es ist einfach, die haben schon 2014 nicht besonders viel erreichen können letztlich. Und jetzt haben sie, haben so ein bisschen versucht, Öffentlichkeit zu schaffen am Anfang des Krieges, aber das ist auch mit dem Zensurgesetz halt wirklich auch viel weniger geworden. Denn sobald die dann da öffentliche Verlautbarungen gegen den Krieg machen würden oder Dinge, das ist ja dieses Zensurgesetz, da geht es um das heißt Diskreditierung der russischen Streitkräfte oder Fakes über die russischen Streitkräfte, darf man nicht verbreiten, darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft so. Und oder jedenfalls Haft ist, oder wenn es auch nur ein Jahr ist oder auch wenn es nur eine Reisestrafe ist, aber das wirkt natürlich schon abschreckend. Also deswegen machen ja auch diese ganzen Medien zu, weil halt die Drohkulisse einfach da ist, dass jeder, der etwas sagt, was der offiziellen Linie zuwiderläuft oder die offizielle Darstellung konterkariert, untergräbt, läuft Gefahr, nicht nur eine Geldstrafe zu bekommen, sondern sogar in Haft zu kommen. Und das trifft natürlich genau solche Organisationen wie Memorial, trifft solche Organisationen wie Soldatenmütter, trifft jeden. Trifft Blogger, trifft Journalisten, trifft auch übrigens einfach Demonstranten. Es ist einer verurteilt worden, der hat einfach nur ein Schild hochgehalten mit mit Sternchen statt der Worte Nein zum Krieg, waren da einfach Sternchen. Der hat, ich glaube, 50.000 Rubel Geldstrafe bekommen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist, so ist der Rubel gefallen, aber also ist nicht wenig. Das ist einfach, das zeigt einfach, wie es, das ist eine Belarussisierung, muss man sagen. Da haben Leute. Also es ist wirklich, es ist unglaublich. Wir wollen nur zu Beginn auch noch Frau Beck zu Wort kommen lassen, die ich nochmal ganz herzlich hier begrüße und auch kurz Sie eben vorstellen möchte. Sie waren, man kann es sich kaum vorstellen mehr, schon 1983 Mitglied der ersten grünen Bundestagsfraktion und haben dann als Abgeordnete bis 2017 dem Bundestag angehört. Sie haben sich da vor allem als Verfechterin einer menschenrechtsorientierten Außenpolitik und auch als Osteuropa-Expertin einen Namen gemacht. In der Folgezeit haben Sie dann gemeinsam mit Ihrem Mann Ralf Füchs das Zentrum Liberale Moderne mitbegründet, in dem Sie die Osteuropa-Projekte ja hauptsächlich verantworten. Die Beziehungen und der Austausch auch mit der Ukraine gehören seither zu den Schwerpunkten Ihrer Arbeit. Vielleicht können Sie jetzt, wo Sie gerade in die Ukraine gereist sind, uns mit einigen frischen, aktuellen Eindrücken aus Kiew vertraut machen. Und noch einmal vielen Dank, dass das geklappt hat. Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte vielleicht ein wenig zunächst mal an Friedrich Schmidt anknüpfen. Mein Mann hat über 20 Jahre die Böll-Stiftung geleitet und die Böll-Stiftung hatte ein Büro in Moskau und hat dort immer Graswurzelarbeit, also Nichtregierungsorganisationsarbeit gemacht. Mit ökologischen Gruppen, aber war ganz, ganz, ganz eng mit Memorial verbunden. Und als ich dann in den Auswärtigen Ausschuss gegangen bin, aber auch schon vorher, bin ich eine Freundin von Memorial gewesen. Ich hatte dann eine russische Mitarbeiterin. Wir sind sogar noch zusammen nach Tschetschenien gefahren, nach Ingushetien.
Also wir sind immer sehr nah gewesen an den Menschen, die für ein demokratisches Russland gekämpft haben. Und insbesondere meine russischen Kolleginnen waren immer sehr empört, wenn in Deutschland gesagt wurde, der Putin ist richtig für Russland. Die Russen, die können keine Demokratie, die brauchen eine harte Hand. Das ist bei uns ja durchaus verbreitet, dieser Satz. Ich glaube, dass die Rolle, die ich im Deutschen Bundestag eingenommen habe, dass ich eher immer die schärfere Kritikerin einer Politik gewesen bin, die sagte, Wandel durch Handel und man muss jedes Dialogforum nutzen, man muss Kompromisse anbieten. Steinmeier hat die Modernisierungspartnerschaft angeboten, dass ich immer gesagt habe, seid vorsichtig und nehmt Putin ernst und begegnet ihm nicht mit einem fast therapeutischen Ansatz. Diese Einschätzung war nicht meine Klugheit, sondern sie war das sehr fein ausgeprägte Sensorium eben dieser russischen Nichtregierungsorganisation Zivilgesellschaft, die deren eigentlicher Ursprung ja war, sich auseinanderzusetzen mit den Strukturen des Stalinismus und die natürlich ein überaus feines Gespür dafür hatten, wie sich langsam Stück für Stück wieder ein Anknüpfen an stalinistisches Denken bei Putin zeigte. Und ich kann mich sehr gut erinnern an die Schulbuchdebatte, die es gab, als Historiker aus Putins Umfeld sagten, wir müssen unsere Schulbücher bereinigen, um negative Schilderungen aus der Stalin-Zeit, sondern bestenfalls dürfen wir Studenten zumuten, auch ein sozusagen mehr schattigeres Bild von Stalin zu bekommen. Und eigentlich konnte man da schon spüren, dass die Richtung und sozusagen schon doch relativ systematisch in kleinen, vorsichtigen Schritten, aber eben doch in sehr gut kalkulierten Schritten, dieses System immer autoritärer, immer geschlossener wurde. Und dann kam Schlag auf Schlag die Gesetzgebung gegen Nichtregierungsorganisationen, die sich als ausländische Agenten bezeichnen mussten. Übrigens dazu gehörten die Soldatenmütter, die ich natürlich sehr gut kenne und die dann immer stärker eingeschränkt wurden in ihren Möglichkeiten, bis dann hin zu der Listung von unerwünschten Organisationen, also Organisationen, die überhaupt gar nicht mehr arbeiten konnten in Russland und für die die russischen NGOs, wenn sie in Kontakt getreten sind mit solchen unerwünschten Organisationen, das tatsächlich strafbewehrt war mit Haftstrafen. Also dieses Abschließen des Landes und diese Isolation konnte man tatsächlich in den letzten Jahren sehr gut beobachten. Und ich will nur sagen, in unserem kleinen Zentrum, in dem wir mit vielen Mittelosteuropäern zusammenarbeiten, waren wir seit Kriegsbeginn gar nicht nur damit beschäftigt, Ukrainer zu helfen, auszureisen, sondern wir waren mindestens so sehr damit beschäftigt, russischen Freundinnen und Freunden die Ausreise zu ermöglichen, weil es einfach für sie immer gefährlicher wurde, im Land zu bleiben. Dazu gehörten auch die Vertreterinnen von Memorial, aber auch viele Leute aus den Hochschulen, weil alle die, die unterschrieben hatten gegen den Krieg, und es waren fast über 1 Million Menschen, sie alle das mit Namen und Anschrift getan hatten. Und sie wurden alle besucht von der Polizei. Und damit wurde ihnen allen gezeigt, dass sie sich in Gefahr befinden und
damit begann die große Ausreisewelle der Zukunft Russlands, muss man eigentlich sagen, der Intelligenz, der Akademiker, der gut Ausgebildeten, die alle in diese dunkle Zeit, die Friedrich Schmidt eben geschildert hat, ja, deren Fehlen bedeuten wird, dass diese dunklen Zeiten kommen werden. Und das sind diejenigen, die sagen, Putin ist dabei, unser Russland zu vernichten und unsere Zukunft zu vernichten. So, jetzt zur Ukraine. Wir sind in einer zweitägigen Reise mit dem Zug über Polen und dann Lemberg und dann mit dem Nachtzug nach Kiew gereist. Ich habe auf meinem Handy, ich glaube, 20 Alarmmeldungen von Artillerieangriff. Es gibt hier eine App, eine Artillerie- und Bombardierungswarn-App, die jeder auf sein Handy runterlädt und über die dann der Alarm gezeigt wird. Das heißt also, wir hätten heute schon dreimal hier im Bunker sitzen müssen. Irgendwann merkt man dann, dass man ab irgendeinem Moment sagt, Kismet, mache ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass es uns nicht trifft. Wir waren gerade an den äußeren Rändern von Kiew und dort hört man Artillerie. Und mir ist Artillerie klang noch sehr gut in den Ohren, weil ich vor 25 Jahren sehr viel in Bosnien gewesen bin und dort in den Kriegsgebieten und in den Enklaven. Und ich möchte eigentlich jetzt das schildern, was mich wirklich unendlich beunruhigt. Alle haben inzwischen von Mariupol gehört. Wir haben seit 24 Stunden fast keine Nachrichten mehr aus Mariupol. Es gibt die Nachrichten zuvor, dass die noch verbliebene Zivilbevölkerung auch gegen ihren Willen von russischen Truppen aus der Stadt herausgezwungen wird, aber nicht in einen humanitären Korridor in die Ukraine, sondern nach Russland und dass dort weiter deportiert wird nach Sibirien. Das ist die eine Nachricht. Die zweite ist, dass dabei auch Kinder nach Russland verbracht werden, deren Eltern hier in der Westukraine sind, also gegen ihren Willen eine Trennung. Und da ich Srebrenica erlebt habe, ist meine Fantasie und meine Nightmare, dass wer noch als kampffähiger Mann in der Stadt drin ist, von den russischen Soldaten nicht lebend aus der Stadt herauskommen wird. Es sind Kadyrows Truppen in der Stadt. Die sind bekannt als besonders brutal, rühmen sich dessen auch. Dafür sind die sozialen Netzwerke sozusagen ein System, wo oft diejenigen, die Verbrechen begangen haben, sich selber quasi outen. Also ich bin in extrem großer Sorge. Wir wissen, dass Mariupol von den Gebäuden her als Stadt schon nicht mehr gibt. Aber es ist wohl zu erwarten, dass es Mariupol, und das ist eine Frage von Tagen, auch nicht mehr als Menschen geben wird. Und das ist etwas, was, wenn nach durchaus namhaften deutschen Völkerrechtlern den Sachverhalt eines Genozids erfüllt. Bei uns wird ja der Genozid oft verstanden als Auslöschungswille eines gesamten Volkes. Aber also ich glaube, wenn ich Sie sehe, Sie alle sind alt genug, um Srebrenica erlebt zu haben. Srebrenica ist auch als Genozid anerkannt worden. Das heißt also auch auf eine Region beschränkte Auslöschung von Menschen,
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Nationalität oder Ethnie fällt unter die Genozidkonvention. Und ich habe das Gefühl, dass über diese Sache im Augenblick nicht gerne gesprochen wird. Und zwar weder bei uns im Westen noch hier in der Ukraine. Für die Ukraine, für Zelensky und für die ukrainische Regierung würde das bedeuten, anzuerkennen und zuzugeben, dass das Militär nicht stark genug war, um eine solche vollständige Auslöschung einer Stadt zu verhindern. Und die Stadt hatte etwa 400.000 Einwohner. Und wir bei uns wollen es lieber nicht zu nah an uns herankommen lassen, weil es die Frage noch mal stärker aufwerfen würde, was für eine Verantwortung haben wir? Können wir uns dieser Verantwortung entziehen, weil wir in Sorge sind vor den Drohungen von Russland? Oder stehen wir dazu, dass wir für eine wertegebundene Außenpolitik stehen, die bedeutet eine Überschreitung einer Grenze von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Genozid uns wirklich entgegenzustellen mit allem, was uns zur Verfügung steht. Ich will gleich die zweite Hiobsbotschaft nachschieben, die mich auch überaus beunruhigt und die ich so bisher nicht verstanden hatte. Wir haben ja durchaus, wenn man die deutsche Berichterstattung verfolgt, eine ganze Menge ermutigende Nachrichten. Also Friedrich Schmidt hat das geschildert. Putin war offensichtlich verheimlicht worden, dass sein Militär schwächer ist, als er dachte. Er hatte an einen Blitzkrieg geglaubt, an einen schnellen Sieg. Das alles hat sich nicht eingestellt. Und die Frage ist, tritt er jetzt wirklich einen Rückzug an? Was eigentlich zu Putins Psychologie und Verfassung nicht passt? Weil Putin ist nach allem, was ich erlebt habe in den letzten 20 Jahren und auch mit den Freunden, die ja durchaus als Reformer jahrelang mit ihm zusammengearbeitet haben, die sagen, er denkt in Kategorien von Sieg oder Niederlage. So, die beunruhigende Nachricht ist, dass wenn wir auf die Landkarte der Ukraine schauen, der vermeintliche Rückzug von Kiew und die Botschaft, ach, Kiew interessiert uns eigentlich gar nicht so sehr und der Westen auch nicht, dass der schlichtweg eine Camouflage dafür ist, dass das russische Militär zusammengezogen werden könnte und die ukrainischen Kämpfer, die eben konzentriert sind im Osten, dass die eingekettet werden könnten und dann mit der großen Luftüberlegenheit sowohl durch Flugzeuge als auch durch die Cruise Missiles, die abgeschossen werden können, also Raketensysteme, die sogar von russischem Boden aus abgeschossen werden können und dann in der Ukraine ihre Ziele treffen, dass es dann also zu einer zweiten großen Vernichtung von unendlich vielen Menschen führen würde. Das bedeutet die Stadt Kharkiv, das könnte Saporische bedeuten und das bedeutet wesentliche Teile des ukrainischen Militärs. Wenn man hier durch die Stadt fährt, überall an den Checkpoints anhalten muss, man sieht die jungen Gesichter von den Soldaten. Und das ist einfach ein Gedanke, der unvorstellbar ist. Und ich hoffe, dass wir anders als bei Srebrenica nicht erst erschrocken sind, wenn es passiert, und dann reagieren und entschieden reagieren als Westen,
sondern dass wir uns solchen Tatsachen, die, wenn man logisch bereit ist zu denken, die sich aufdrängen, dass man solchen möglichen Entwicklungen ins Auge schaut und reagiert, bevor diese Art von großflächiger Vernichtung von Menschen stattgefunden hat. Jetzt werden Sie mich vielleicht fragen, und wie kann man das tun? Und wir sind hier in unseren Gesprächen mit unseren Kolleginnen, vor allen Dingen den Kollegen Abgeordneten. Wir sind zu quasi 4 Punkten gekommen. Es darf keine Zögerlichkeit mehr geben bei der militärischen Ausstattung der ukrainischen Soldaten. Mir hat, seit ich das in Bosnien erlebt habe, nie eingeleuchtet, dass möglichst schlecht bewaffnete Soldaten und möglichst schlecht geschützte Soldaten eine besonders ethisch wertvolle Entscheidung sein sollten. Weil es einfach nur bedeutet, dass noch mehr Menschen ihr Leben verlieren und noch weniger Zivilisten geschützt werden können. Also fragt die Ukrainer, was sie brauchen, und sitzt nicht in euren warmen Stuben in den verschiedenen Ministerien, Verteidigungsministerien, und überlegt euch, was wir ihnen geben wollen. Das Zweite ist, dass es ein Faktum ist, dass wir seit Kriegsbeginn durch unsere hohe Abhängigkeit von Gas und Öl etwa 20 Milliarden Euro in Putins Kriegskasse gespült haben und dass das russische Militär angewiesen ist auf den Import von hochtechnologischen Teilen für seine militärische Ausrüstung. Sie können immer noch 400 landgestützte Raketen produzieren in kurzer Zeit. Und das müssen wir ihnen unmöglich machen, indem wir tatsächlich, soweit es geht, unsere wirtschaftlichen Kontakte zu Russland jetzt und zwar schnell blockieren, damit wir diese Form von Aufrüstung, die Ukrainer das Leben kostet, unterbinden. Dazu gehört, dass die Ukrainer unbedingt den Luftraum schließen können, müssen. Und wenn wir es nicht tun, und es gibt gute Gründe von der NATO zu sagen, das würde den Kriegseintritt der NATO bedeuten, dann müssen wir die Ukrainer befähigen, dass sie es tun. Weil Schließung des Luftraums bedeutet nichts anderes als Schutz von Zivilisten. Und viertens, dann geht es um Perspektiven des Wiederaufbaus. Und da sind wir bei der Diskussion über EU-Perspektive für die Ukraine, die derzeit leider von Frankreich und Deutschland eher mit sehr spitzen Fingern angefasst wird, um es mal so zu beschreiben. Vielleicht mal so weit für Sie. Ja, liebe Frau Beck, ganz herzlichen Dank. Auch leider für die wenig hoffnungsvollen Meldungen, die Sie mitgebracht haben für uns. Ich will einfach noch mal bei dem letzten Punkt, den Sie kurz angesprochen haben, anknüpfen. Was führt Sie denn zu der Einschätzung, dass Deutschland und Frankreich hier so zögerlich sind? Das ist Ergebnis des Brüsseler Treffens gewesen. Konnte man in jeder deutschen Zeitung lesen, dass insbesondere Frankreich und Deutschland es wäre ja ein politisches, symbolisches Zeichen gewesen, der Ukraine quasi den in einem Schnellverfahren in Richtung Kandidatenstatus zu verhelfen
wo hier in der Ukraine gesagt wurde, das wäre psychologisch für uns eine Unterstützung. Und wir lernen übrigens auch, dass Kriege nicht nur eine Frage der Ausrüstung sind, sondern auch der Frage des Spirits. Also wer glaubt, dass er für etwas kämpft, was es wirklich wert ist zu kämpfen, und wer glaubt nicht dran? Das ist ja wohl eine der Erklärungen, weshalb das russische Militär sich so überraschend schlecht schlägt. Also es wäre tatsächlich nochmal eine Selbstverpflichtung gewesen. Wir verstehen, dass ihr zu uns, zum Westen wollt, und wir akzeptieren das und wir unterstützen das auch und wir übernehmen ein Stück Verantwortung für euch. Würden Sie, ja, Entschuldigung. Ja, ganz kurz, vielleicht sozusagen, was sind das für Motive? In Frankreich hat das sehr viel damit zu tun, dass Präsident Macron sehr darauf drängt, dass es eine Reform innerhalb der EU gibt, die in Richtung Vertiefung gibt. Und das erfordert im Grunde genommen massive Veränderungen, gerade in Bereichen von Einstimmigkeit. Einstimmigkeitsentscheidung, das Erfordernis von einstimmigen Entscheidungen ist eine Bürde für so für jede Entscheidung, weil eigentlich jedes einzelne Land alles blockieren kann. Und insofern hat Macron recht, wenn er die EU vertiefen will, dann müssen solche Prozeduren verändert werden. Das sind aber immer sehr schwierige Veränderungsprozesse. Und aus diesem Grund hat er sich ja auch gegen die Aufnahme von Mazedonien gestellt am Westbalkan. Also es gibt ein Stück eine Kontroverse zwischen denen, die sagen Erweiterung. Ich habe gerade den Vermerk kurz aus dem halben Auge gesehen zu Srebrenica. Es gibt also es gibt sozusagen eine Kontroverse und es sind zwei Pole, die Vertiefungsdebatte versus Erweiterungsdebatte. Und die mittelosteuropäischen Staaten, die verstanden haben, dass dieser Krieg von Putin auch ihnen gelten könnte oder sie erreichen könnte, die sind eher für die Erweiterung, während Macron und auch, das gilt auch für Teile von Grünen, das geht also quer durch, eher für die Vertiefung sind. Vielleicht noch, wenn Sie mögen, ein Wort zu den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei. Das wird ja nun auch unterschiedlich, aber ich denke doch in der Tendenz eher mit positiven Signalen verbunden. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich nicht so. Es tut mir leid, aber wir haben leider nun immer und immer wieder die Lektion lernen müssen, was die Ukraine uns gesagt hat. Traut diesen Ankündigungen nicht. Wir haben ja im Westen die Tendenz zu sagen, Politik muss auf Dialog setzen, muss auf Kompromiss setzen, muss auf Verständigung setzen. Das ist unsere Überzeugung. Die ist ja auch richtig. Leider hat das ein Stück dazu geführt, dass wir nicht mehr sehen wollten, dass es auch Akteure gibt, die nicht nur sprechen, sondern die auch abwägen wollen oder müssen zwischen Stärke und Dialog. Und eigentlich konnte man seit 8 Jahren sehen, die Krim wurde annektiert. Wir haben gesagt, naja, also man muss ja auch verstehen, die Krim ist auch wirklich eine Herzensangelegenheit der Russen. So, aber er wird nicht aufs Festland gehen. Dann ging er aufs Festland. Dann haben wir gesagt, naja, man muss ja verstehen, der Donbass ist ja auch russischsprachig und irgendwie ist das Land auch ein geteiltes Land, aber wir verhandeln jetzt in Minsk mit dem Normandie-Format. Dann wird seit 8 Jahren dort passiert nichts, ganz offensichtlich. Jetzt gibt es den nächsten Angriff.
wir tun uns unendlich schwer in Deutschland. Und das hat viele Gründe. Ich glaube, es hat viel zu tun mit dem Wunsch, mit Russland in guter Freundschaft zu leben. Ich teile diesen Wunsch und der Furcht auch vor Russland, allen beiden. Also wir sind leider allzu gerne bereit, jedes Vertrösten, jede Halbwahrheit wie ein Strohhalm zu ergreifen. Und solange nicht Putin persönlich irgendwo an einen Verhandlungstisch sich setzt, ist alles andere Schall und Rauch. Friedrich Schmidt hat geschildert, dass Putin inzwischen vollkommen einsam ist in seinen Entscheidungen. Und das heißt, irgendwelche Unterhändler, die da in die Türkei oder aus Israel oder sonst woher geschickt werden, es sind alles Leute mit Prokura. Und wenn wir zu sehr nach diesen Strohhalmen greifen, können wir damit wieder ukrainische Platzvorteile gefährden. Die Vermutung hier ist, dass Putin diesen Zeitgewinn nutzt, um seine Truppen umzugruppieren. Und das macht genau Sinn zu dem, was ich vorhin geschildert habe: Umgruppierung der Truppen, Verstärkung und Konzentration auf den Donbass, Einkesselung der ukrainischen Truppen im Donbass und dann an den Verhandlungstisch gehen. Und das war die Situation, in der Minsk II entschieden worden ist. Poroschenko hatte nämlich Debalsowo und da waren 2000 ukrainische Soldaten eingekesselt. Und das war die Situation, unter der Poroschenko unterschreiben sollte. Was macht da ein Staatspräsident? Sagt er, ich opfere diese 2000 Soldaten? Das kann er gar nicht. Ja? Und das ist meines Erachtens, nach meiner Einschätzung, das, was gerade in der Türkei als vermeintliche Verhandlung vorgeführt wird. Ganz herzlichen Dank Ihnen für den Augenblick.